nicht mehr daran. Du hast es mir bewiesen, indem du hierher gekommen bist. Du reist in der Zeit. Du bist der, der das magische Schwert hat, der das königliche Juwel gestohlen hat, der auf dem Rücken des Drachen fliegt, der sich an einem geheimnisvollen schwarzen Ritter rächen will. Eindrucksvoll. Nein, nein, wirklich eindrucksvoll. Ich bin ja so beeindruckt. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich bin es, der in der Zeit reisen wird. Ich werde der alleinige Meister sein. Rennt nicht darauf vor, mit dem Feuer der Hölle zu kämpfen. Danke, Hype. Du bist wirklich ein großer Ritter. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Ich war nicht sicher, ob du bis zu dieser Epoche vordringen könntest. Ich habe dich unterschätzt. Verzeih mir. Gut, jetzt rasch. Wir müssen verschwinden, ehe die Festungswächter uns entdecken. Doch, Hype. Wir müssen schnellstens hier weg. Hör gut zu, Hype.
Hier ist, was ich die letzten Jahre erfahren habe. Das königliche Juwel hat dir nichts außer einem kleinen Sprung in der Zeit erlaubt. Jetzt musst du das Juwel der Menschen finden. Für jeden Sprung in der Zeit, bis hin zu deiner Epoche, benötigst du ein Juwel. Und du musst dieses Juwel noch in der Epoche, in der du es gefunden hast, mit himmlischer Energie aufladen. Ich habe außerdem noch gelesen, dass dein Schwert umso stärker wird, je mehr du das Juwel beherrschst. Wenn du das Juwel der Menschen gefunden hast, dann komm in mein Herrenhaus. Ich werde dann sicher neue Informationen haben. Um dein Juwel zu finden, lege ich dir die Schatzkammer im Park der Tapferen nahe. Es ist sehr schwer, dort hineinzugelangen. Man sagt, dass die Räuber versuchen, ihn durch einen Geheimgang im Wald zugänglich zu machen. Das ist alles, was ich weiß. Viel Glück. Warte, bis ich mich entfernt habe, ehe du rausgehst. Die Wächter dürfen mich nicht mit dir zusammensehen.